Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Jan ist wieder an meiner Seite. Hallöchen, Jansen. Hallöchen zusammen. Hallöchen, Uli. So, und wir wollen jetzt die Geschichte langsam mal vorantreiben, würde ich sagen. Jawohl. So, deswegen würde ich sagen, machen wir uns direkt mal hier auf den Weg zur Tür hinaus. Oh, knarrt ganz schön. Ja. Sie werden mir schon mal was gehört von Ladies First? Wenn wir bei der Kathedrale sind. Nein. Okay. Okay. Unglaublich. Unglaublich. Du kannst gerne vortreten, wenn es darum geht, wenn Zombies irgendwo im Raum sind, kannst du es gerne fassen. Gar kein Problem. Ja, verstehe ich. Oh, der fällt da um, wenn das da sagt. Lass mich da überhaupt nicht durch, ja? Verstehst du? Oder muss los? Können wir nix sammeln? Nix sammeln? Was ist hier los? Gerade sagen, ich bin heute Looterich. Ah. Ich kann auch meine Waffe noch gar nicht ziehen. Können wir hier irgendwie rein? Oh ja. Hier können wir rein. Strom. Oder doch nicht. Ah, ist der Fahrstuhl. Alles klar. So, ich bin in die Figur von Leon geschlüpft und Jan ist die gute Helena. Ja. Oh. Also wir gehen so langsam, weil wir halt noch nicht laufen können. Nee, rennen können wir tatsächlich noch nicht. Und nichts zum Looten. Anfang wird's uns leicht gemacht. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Auf den Schädel. Direkt rauf. Ah ja. Hier sollte der Empfang stattfinden. Abiball. Es wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Zombie Abiball. Ich hoffe es. Ansonsten. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Aber wenn Sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit Ihrer Freiheit. Ich weiß. Manchmal zucken die Charaktere voll komisch. Ja. Ist auch schon aufgefallen, ganz komisch. Mhm. Ich dusselig aus. Was war das? Oh. Da läuft einer. Finden wir es heraus. Gehen wir. Falsche Richtung. Oh, jetzt können wir rennen. Oh. Jetzt können wir vielleicht auch was looten. Weiß ich nicht. Wollen Sie dem was zerstören? Ach nee, das. Ah. Man muss sich auch erstmal an die Steuerung jetzt hier wieder gewöhnen. Ja. Hier wurde. Ich glaube, hier haben Japaner gesessen. Die Tische sehen aus. Ekelhaft. Tatsächlich so. Japaner, die fressen wie die Schweine. Beißen irgendwie ab. Tische sehen immer aus wie Sau. Ja. Das will jetzt hier nicht rassistisch sein oder so, aber es ist wirklich Fakt. Also looten kann man hier nix. Komm ja aus der Gastronomie und musste so einige Japaner bewirten. Kann Timmy wahrscheinlich auch noch ein Lied von singen. Ja, wir müssen da wahrscheinlich lang. Oi. Kittchen! Was gehört? Sie sind hinten raus. Oh, ich hab auf jeden Fall Laservisier, das ist schon mal nice. Oh, hier sind Mäuse. Kann man die wieder totschießen? Wo sind sie denn? Bei mir Mäuse. Waren da gerade. Ratten. Probier's mal. Ihr kann auch gar nicht schießen. Warum? Ich auch nicht. Anvisieren kann ich, aber schießen kann ich noch nicht. Schießen kann ich auch noch nicht. Okay. Warum ruckelt es denn so komisch? Oh, da hustet einer. Hat sich verschluckt. Halt! Nicht schießen! Hat sie hier Geld, oder? Schlimmes. Ja. Alles okay?
Den Mund zu voll genommen. Der Nebel. Mhm. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich! Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz! Ist das Ihre Tochter? Gut. Suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir nehmen uns die Zeit. Na? Aha. Wo bist du? Oh, hier können wir wahrscheinlich auch nichts. Obwohl, da hinten ist eine Kammer. Ah, da komme ich aber nicht hin. Okay. Oder? Geht's hier lang? Nee. Was war das eben? Komme. Ich weiß nicht. Ist es bei dir auch so, wenn du den Stick entweder so zur Hälfte bewegst, ja, dein Laufstick, ne? Dann ja, wackelt dein Charakter voll, die Figur. Oh Gott. Nee. Ist das, ich meine? Ja, Angst. Aber... zittert dann total. Wer hat das Licht ausgemacht? Ah, sieht echt beschissen aus. Aufpassen. Können wir jetzt schießen? Stimmt, wa? Oh, man kann sogar zwei Waffen nehmen. Ist ja nice. Bist du hingerannt? Hier. Bist du im Raum? Ja, ich bin mit dem Typen unterwegs hier. Hä, wo bist denn du hin? Hier, wo das Licht leuchtet. Da bist du wieder in dem Abi-Raum? Ja, da ist auch der Typ. Und da sind irgendwie Gegner. Nee, Gegner sind da nicht. Da ist ein Kronleuchter gerade runtergefallen. Und wir stehen hier jetzt vor der Tür und warten. Ich weiß hier nie, was einer wartet. Hä? Wir müssen sie Steuerung finden. Weiß ich nicht. Ganz komisch. Werden wir. Folgen Sie uns. Vielen Dank. Gut, dann müssen wir wohl da lang. Hoch. Antworte mir. Hier ist Daddy. Kann wieder nicht rennen. Kannst du rennen? Wenn ich auf der Treppe bin, ja. Ja, okay. Oh, ich hab Dingens Energie aufgenommen. Oh, was ist da hinten? Da liegt was. Oh. Wie viel Zeit uns wohl noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen? Erste Hilfespray, okay. Hast du es aufgenommen? Ja. Ich hab das auch aufgenommen eben. Okay. Wie er rennt, das sieht aber auch aus, ey. Was ist mit ihm los? Achtung! Alles okay. Ja! Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wie? Wir wurden am Handy unterbrochen. Das hier muss hier sein. Kann man nicht kaputt machen, ne? Ne. Geht nicht. Exit. Sesam, öffne dich. Gute ist, dass man jetzt wenigstens beim Anvisieren laufen kann. So wie bei Teil 5, wo man da Stimmt. Direkt stehen bleibt. Warte mal, hinten vielleicht noch? Ah, da kommen wir wieder nicht lang. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir das sieht echt beschissen aus, wenn ich hier so ganz komisch laufe, dann zittert die ganze Figur. Oh, Hund? Liz, oh, ja. Bist du das? Ja, Liz. Liz bellt ja auch. Welt. Ja. Spielt jemand Klavier? Alter.
Seht's, Freunde, was ich meine, ne? Jetzt mache ich zum Dreiviertel den Stick nach vorne bewegen und dann wackelt die Figur so, als wenn er rennen will und dann wieder abbricht. Oh, was ist das denn? Eine Hand. Leon. Ich komme. Plötzlich spielt keiner mehr Klavier. Oh. Oh, warte. So, eine Tochter geht aber. Ferkel. Liz! Papa, wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Leon, ich bin hier. Zu Hause auf uns. Kommen Sie vom Gelände. Ist noch was zu finden? Ich suche gerade, aber... Nicht wirklich, ne? Ne. Vom Gelände entkommen. Ja. So. Wie kommen wir hier raus? Die unterirdische Parkgarage. Der Aufzug ist da vorn. Hoffentlich funktioniert er noch. Wenn ich anvisiere und Dreieck drücke, kann ich noch eine zweite Waffe nehmen in der Hand. So Akimbo-Style. Ich nicht. Okay. Mein Gott, läuft schneller. So viel kann die doch nicht wiegen. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Gut, dass sie hier waren. Immer sind die vor uns. Kann nicht sein. Nervt. Kann man hier irgendwas öffnen? Nee, kann man nicht. Müssen wir hier zum Fahrstuhl. Mhm. Oh. Sie sieht nicht gut aus, muss ich sagen. In der Tat nicht. Es wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Oh oh. Papa. Wir sind fast da. Ja. Liz. Den ganzen Umweg gemacht für nix. Ja. Oh oh. Licht aus, Messer raus. Deep throw, sag ich nur. Oh. Ach, ist der süß. Ach, sie auch. Och, sieht die geil aus. Sie ist schon tot, schießen Sie! Sie ist schon tot, schießen Sie! Kurz mal ins Kreuz geschossen. Jawoll! Leg dich nicht. Und wo ist der Mann jetzt? Ich glaub das nicht. Ach, der liegt daneben. Sie genau. Entweder Sie oder wir. Und Sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. Ach du Scheiße! Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Okay. Keine Munden mehr? Ah ja.
Kann ich irgendwas aufnehmen, oder? Da hinten ist noch ein Zombie. Komm her. Bam, bam, bam. Bam, bam. Mein Gott, wie halten die denn aus? Das ist nicht normal, ey. Schön, ne? So, wir machen hier mal einen kleinen Looterich, ne? Ja, wenn man looten kann. Na, hier kommt auch noch einer. Alles klar. Auf den Kopf, hat er gesagt. Ja. Ach, der ist durchlöchert. Toll. Aber was ist hier mit Looterich? Da ist nichts mit Looterich. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Ich glaube, wir müssen in ein Auto rein. Oder? Hier ist eine Tür. Oh, rennen kann man auch, wenn man X gedrückt hält. Ja, lass mal rein hier. Also ich habe nichts zum Looten gefunden, du? Nö. Da winken sie. Help, help, help. Oh, und da hinten kommt jemand. Und die peilen's nicht. Na super. Oh Mann, ey. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. In der Tat. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Oh ja. Puh. Okay, wo sind wir jetzt? Hä? Das ist aber nicht der Raum, wo wir gerade waren. Nee. Geht's die Treppe hoch? Oder konnten wir da unten noch weiter? Ich weiß nicht. Also die Tür, ich versuche zu öffnen, geht nicht. Geht nicht, ne? Vertrau dir jetzt. Ich vertrau dir mal. Alter, Treppen steigen ohne Ende. Kann man hier vielleicht irgendwas? Ne, kann man auch nicht. Ist doch nicht. Oh, hier oben. Wo sind wir jetzt? Er sagte etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Das hieße, alle auf dem Campus. Ja, aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. President Adam Hanford, der aus dem Intro, den wir erledigt haben. Mr. President. Mr. President. Alter, was ist denn das für eine komische Steuerung? Dieses Zittern, das geht ihnen ja richtig auf den Sack. So, hier müssen wir durch. Oh. Hörsaal. Hier mal andere Seite. Ja. Oh. Da unten sitzt jemand. Und wartet auf uns. Das wollte ich nicht. Oh ja, bei mir ist hier auf jeden Fall Grünzeug. Ich aber erst nehmen, wenn ich da runter gehe. Oh, da hinten läuft einer inner. Okay. Oh, hier ist ein Fähigkeitspunkt, guck mal. Ja. Hast du das auch gefunden? Habe ich auch gefunden, ja. Das Pferd, genau. Und ja. Munition kann man sich wahrscheinlich dann hier teilen, weil jeder findet die gleiche Munition. Guck mal hier oben, wenn die Treppe hochgehst, ob du da auch noch so ein Grünzeug findest hier. Ja. Weil das habe ich mir weggenommen hier. Hier oben, wo ich stehe jetzt hier. Da war Grünzeug. Eine ja, grüne Pflanze. Stimmt. Kann ich auch nehmen. Ja, siehst du?
Müssen wir darauf achten, ne, dass wir uns okay, nochmal sagen. Okay, das ist halt auch ein großer Unterschied ja. zu Resident Evil 5. Richtig, weil wenn da Munition lag, dann konntest du dir eine nehmen, der andere nicht mehr. Wir müssen das auch weiter. Eigentlich relativ Sinn macht, ne? Ja, dass man jeder die gleiche Munition hat und ja. Vielleicht ist es mit den Waffen jetzt auch so bei Teil 6. Mal gucken. Also sonst nicht mehr wegen den Waffen prügeln. So ist es. Und looterig. Genau. Mal gucken. Hier ist ein Fenster auf, nicht, dass da gleich einer reinkommt. Mhm. Musik baut sich auf jeden Fall spannend auf. Hast du das Video auch gesehen eben? Ja, ne? Das Video. Komm mal zurück hier. Stell dich mal hier vom Fenster und guck da mal raus. Wie denn? Achso. Eigentlich kannst du hier ein Kreuz drücken, zu untersuchen. Achso, nee, das habe ich nicht gesehen. Okay. Was war da? Was kam da drin vor? Da konnte man dann auf so einen Vorplatz gucken. Ah ja, okay. Ah ja. Oh. Dual-Low-Kick. Hier ist wieder Munition. Oh, nice. Hinten lag noch Munition beim ersten. Okay. Find's aber auch interessant, dass man... Hier ist doch so ein... Wenn man ein Spiel startet... Da kann ich rüberspringen. Ah. Wenn man ein Spiel startet, dass man die Wahl hat zwischen unendlich Munition und... Ja. Gibt's normalerweise bei Resident Evil ja nicht, ne? Nee, da lag auch noch Munition in der Ecke und hier ist nochmal Grünzeug. Dann haben wir... Wie war das jetzt? Das kann ich das kombinieren, ne? Ja. Muss ich auch mal eben ausprobieren. Ja. So, was können wir noch machen? Waffen mit R1. Ah ja, da halt dann meine Waffen liegt. Ah ja. Ah ja, okay. Und das kann ich hier dann wahrscheinlich oder auch nicht. Das ist... Ne. Ne. Warte mal, wie kann ich denn das in eine Schnellauswahl reinmachen? Habe ich auch gerade, überlege ich auch gerade. Muss ja auch irgendwie gehen, oder? Ne, wegwerfen will ich nicht. Behälter lagern? Wegwerfen? Ne. Bist jetzt im Behälter? Was für ein Behälter denn? Jetzt ist es weg bei mir. Oh, jetzt habe ich dich geheilt, ich Dödel, ey. Aber was für ein Behälter denn? Ja, ich guck auch gerade. Ich muss selber mal eben gucken. Jetzt habe ich es im Behälter lagern. Ist es jetzt im Erste-Hilfe-Spray drin, oder? Hm. So, ich kann jetzt meine Waffen wechseln. Siehst du das? Ja, ja, aber ich weiß nicht. Kann ich ja auch. Ja. So, einmal Messer, einmal das. Hm. R1, wenn ich jetzt im HUD jetzt rechts unten gucke, da sehe ich ja unter anderem meine Munition, ne? Und rechts rüber steht der R1 dreimal mit so einer Pflanze. Heißt das, dass das im Behälter lagern ist? Keine Ahnung, weil ich kann jetzt dreimal R1 drücken. Oh, was war das denn? Ich hab was gehört. Ja, hinter dir. Wo kommt der denn her? Alter! Die ist ja richtig sportlich drauf. Ja. Und hier mal wieder so ein Pferd, was man sammeln konnte. Ah ja, wir müssen tatsächlich hier lang und dann nach links. Da ist wieder eine Leiche. Erstmal gucken, wie ich mein Inventar da. Inventar machst du mit links hoch, runter, ne? Ja, ja. Oh, hier auch über die. Also dieses Zittern hier, das sieht echt beschissen aus. Weiß ich nicht. Gefällt mir gar nicht. Ob es wohl überlebt? Kann man hier nicht her? Kann ja nicht, wenn da unten schon wieder Leichen sind. Stimmt. Außerdem, diese Sessel standen vorhin noch nicht hier. Hast du das gesehen, ey? Geil.
Oh ja. Danke. Jetzt bin ich dran. Das sagst du mal. Ja, danke auch für die Hilfe. Gar kein Problem. Okay, nochmal Grünzeug. Also Grünzeug gibt's jetzt hier ganz schön viel. Ist man gar nicht gewohnt, ey. Ich schmeiß nochmal eine Tablette ein, jawohl. Das kannst du auch nochmal wieder kombinieren, dann hast du so ein Sechsfachteil. Ach so? Nee, kombinieren kann ich es gerade nicht. Im Behälter lagern. Ich probier's jetzt mal aus, weil bei mir steht es unten im H2 und wenn ich im Behälter lagern mache. Ah, ja. Wird eine 3 draus. Alles klar, dann habe ich es dreimal auf meine Schnelltaste gelegt, also sprich R1. Ja. Ah, okay. Okay, gut zu wissen. Ist es bei dir nicht, wenn du nur 3/4 des Joysticks nach vorne, dass er dann praktisch laufen und dann wieder rennen will und das immer abbricht? Nee. So ganz komisch, dann zittert die Figur voll. Nee? Nee. Nee. Okay. Ich mal gleich einen anderen Controller nehmen. Oh, hier sind Zombies bei mir. Headshot. Headshot. Komm noch her. Mal so einen Low-Kick versuchen. Macht ja gut. Oh, nice. Und wieder Grünzeug. Gibt's doch ja nicht, ey. Warte mal, ich geh hier nochmal rein. Ja. Alles durchforsten. Alles durchforsten. Was mit ihr hier? Die will nicht. So eine Klemme? Nee. Okay. Und da ist rotes Zeug. Das können wir dann auch wahrscheinlich kombinieren wieder mit Grünzeug. Was ist hier? Hier ist wieder was zu sammeln. Fähigkeitspunkte. Hast du das auch? Diese silberne Figur hier? Wo warst du da? Da, wo du jetzt gerade stehst, hier. Hier vorne. Oh. Hier. Die hatte ich schon aufgenommen, glaube ich. Ach so. Ja. So, und jetzt habe ich hier... Was ist das? Blendgranate? Ah ja, Blendgranaten. Okay. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich hier noch was kombinieren kann. Kombinieren mit dem. Dann habe ich 6 Pillen jetzt. Ah ja. Und wie war das jetzt? Rote 9-mal Heilung. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann fehlt dir noch ein grünes, ne? Ich hatte ja ein grünes und ein rotes noch. Ja, hups, da müssen wir wieder raus. So, wohin? Gucken wir mal. Ah ja, hier links so. Und dann, genau, und dann da zur Tür. Ja, bevor wir da durchgehen, liebe Freunde, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Oh, was macht Helena denn da? Die geht hier schon wieder auf die Knie. Ja, muss los. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst ein kostenfreies Abo da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Immer schön lecker bleiben und tschüss.